Das Evangelium hält uns ein, liebe Schwestern und Brüder, erneut über die Einheit nachzudenken, um die Jesus hier betet. Wenn wir, und das ist die Gefahr heute, zumindest so, wenn man das so allgemein, so in der Breite wahrnimmt, über Einheit sprechen, dann reden wir über das Anliegen, dass wir untereinander eins sind. Aber die Einigkeit untereinander ist eigentlich eine Konsequenz einer Einheit, die vorher geschehen muss, nämlich der Einheit mit Christus, die zunächst auch Aufgabe durchaus des Einzelnen ist. Und wir können das auch auf die Kirchengemeinschaften ausweiten. Eine Aufgabe jedweder Kirchengemeinschaft, die Einheit mit Christus zu suchen. Jesus betet darum. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen. Wie geht das? Der große Lehrer des geistlichen Lebens, Makarios der Ägypter, wir haben in dieser Woche schon einmal seine Stimme haben wir gehört, als er uns gesagt hat, wir müssen uns, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun wollen, müssen wir uns dazu zwingen. Das ist uns heute so fremd, weil wir doch eher in so einer Gusto-Pastoral unterwegs sind. Wir machen das, wonach uns gerade so der Sinn oder der Geschmack steht. Aber so finden wir nie die Einheit mit Christus. Makarios sagt erneut, zu all dem also muss sich derjenige zwingen, der Christus gefallen und sein Wohlwollen erlangen will, damit der Herr, da er seine Bereitschaft und Entschlossenheit sieht, sich selbst mit Gewalt anzuhalten und zu jeder Gutheit und Einfachheit, zu Milde, Demut und Liebe sowie zum Gebet, sich ihm zur Gänze schenke, sodass fortan der Herr selbst in Reinheit und in Wahrheit, ohne Mühe und Gewalt, in ihm all das vollbringe, was er zuvor selbst mit Gewalt nicht zu halten vermochte, wegen der in ihm wohnenden Sünde. Also, es geht nicht um eine blinde oder eifernde Askese, die sozusagen sich permanent selber Gewalt antut, sondern das Ziel ist, den Menschen, den ganzen Menschen auf Christus auszurichten, sodass der Weg, der innere Weg, dieses verschüttete Herz, dieser verbogene Eigenwille, damit er zu einer geraden Bahn wird für Gottes Geist, für Christus, damit Christus in uns wohnen kann. Und wenn er in uns wohnt, wenn wir ihm diese Wohnung bereitet haben, auch durchaus mit einem Kraftakt, dann schenkt er uns von sich aus all das, wozu wir vorher allein nicht imstande waren. Wenn das geschieht, so Makarios, werden für ihn alle Werke der Tugend zu etwas Natürlichem. Denn von nun an ist es in der Tat der Herr selbst, der in ihn gekommen ist und in ihm, so wie er im Herrn, der in ihm seine eigenen Gebote vollstreckt, mühelos und ihn erfüllt mit den Früchten des Heiligen Geistes.